Als wir klein waren, war auch die Welt noch winzig. Ein schmaler Fleck aus Erde und Gras war unser ganzer Horizont. Dahinter beschützte uns nichts vor den Gefahren der unermesslich großen Welt. Als das Versprechen unserer Mutter, für unsere Sicherheit zu sorgen. Blind schenken wir ihr unser kindliches Vertrauen und lauschten wachsam im Rauschen des Windes nach den Zeichen ihrer Rückkehr. Zu unserem schmalen Fleck aus Erde und Gras. Für Regen zu retten, musst du früh aufstehen. Wir besprechen uns kurz und fahren vor Sonnenaufgang zum ersten Feld. Drohnenpilotinnen und Piloten arbeiten grösstenteils ehrenamtlich. Die Technik hat Störungen in die Natur gebracht. Und so freut es mich, dass modernste Technik das Ungleichgewicht wieder ein bisschen aufheben kann. Als Drohnenpilotin oder Pilot ist es wichtig, die Fluggesetze zu kennen. Wir müssen Parameter einstellen und Aufnahmen können lesen und interpretieren. Sehst du mich schon? Ja, du läufst drauf zu, etwa noch 5 Meter, in die Richtung, noch 4 Meter, 3 Meter, jetzt halb rechts, bist gut davor. Ich wünsche mir, dass der Reh einen schönen Lebensraum geben wird. Und das ist dank flächendeckender und gut organisierter Rekrutierung möglich. Als Jäger bin ich für die Netzwerkarbeit zuständig. Ich kenne das Wirkungsgebiet und das Verhalten des Rehs ganz genau. Am allerwichtigsten ist es, folgende Punkte zu beachten. Das Rehkitz ist geruchlos, so wird es von Feinden nicht gefunden. Ein Kitz streicheln ist absolut tabu. Es verträgt nicht viel Hitze, darum ist es wichtig, eine Holzharasse zu benutzen. Das Rehkitz ist von unserer Rettungsaktion gestresst. Nach der Rettungsaktion muss es sofort wieder allein gelassen werden. Seit wir mit Maschinen mähen, wenden wir verschiedene Methoden zur Vertreibung an. Teil funktionieren besser, Teil funktionieren weniger gut. Wirklich wohl ist es mir erst, seit das Feld mit der Bambi-Kit-Drohne und der Wärmebildkamera abgeschlagen wird. Der Augenblick, wenn einem bewusst wird, dass man ein Rehkitz vermeidet hat, ist schrecklich. Die Momente aus der Vergangenheit gehen wir noch heute nach. Nur 3 Sachen hat der Landwirt oder die Landwirtin zu beachten, damit die Rehkitzrettung gelingt. Erstens, die Wetterlage gut einschätzen und am Abend vorher entscheiden. Zweitens, den gerade beim örtlichen Jagdverein oder im Drohnenteam melden. Drittens, nach der Suche möglichst innerhalb von 2 Stunden mähen. Die Begegnung mit Rehen und anderen Wildtieren fasziniert mich seit Kind auf und inspiriert mich für meine Bilder. Von unserem Küchenfenster aus sieht man direkt auf die Matte, wo wir 2017 die ersten Rehkitze gerettet haben. Ich bin sehr froh, dass sich immer mehr Menschen in die wertvolle Arbeit einklinken. Wir tragen Verantwortung für alle Lebewesen in den Feldern, die wir bewirtschaften. Es braucht ein Drohnensystem, das einfach zu bedienen ist und zuverlässig funktioniert. Mit diesem Ziel vor Augen habe ich das Bambi-Kit entwickelt. Erst wenn ich am Abend das Kitz heil bei seiner Mutter sehe,
ist für mich die Rettungsaktion abgeschlossen.